Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Shadow of the Tomb Raider. In der letzten Folge sind wir hier in diesem Dorf angekommen. Und, okay, wir können uns hier jetzt anscheinend frei bewegen. So, das ist Deutsch. Dafür habe ich nicht genug Platz. Okay. Mit den Leuten reden können wir nicht. Aber wie sie jetzt aussieht und sogar so eine mega fette Goldkette hat sie halt einfach bekommen. Lara hat einfach jetzt so alles übel voll. Fetten Klunker. Und hat sogar solche Schuhe von denen bekommen. WTF. Da ist gerade irgendeine Versammlung. Das will ich mir jetzt noch nicht anschauen. Wir schauen uns erstmal hier in dem Dorf weiter um. So. Verstärktes Messer, ja, fickt euch. Gibt's hier eigentlich irgendwie einen Laden oder so? Ja, hier gibt's tatsächlich einen Shop. Vielleicht hat da ja jemand das, was ich suche. Ist das die Olle? Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Onuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Okay, die Olle verkauft Kram. Sogar ein Messer-Upgrade. Oh, yes. Die Messer sind für uns. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Gold. Verkaufen wir mal ein ganzes Stück. Das sollte ausreichen. Als ob die so viel Geld hat. Die Götter sind für uns. Auf jeden. Das glaube ich. Bitte sehr. Hiervon verkaufen wir auch mal ein bisschen. Sehr gut. Ja, hiervon haben wir auch genug. Die Götter sind für uns. Auf jeden Fall. Mann, wie sie einfach jedes Mal das Gleiche sagt. Das triggert mich ein bisschen. Die Götter sind für uns. Also ich weiß noch, in Rise of the Tomb Raider war das alles immer so ultra knapp mit Zeug kaufen. Und dann musste man da immer so richtig krass für sparen. Und hier ist es jetzt einfach so, I don't give a fuck. Okay, hat sie sonst noch irgendwas, was interessant wäre? Okay, das nehmen wir noch mit. Sehr gut. Errungenschaft freigeschaltet, besser ausgerüstet. Okay. Danke, Ishik. Bitte, wer auch immer, wie auch immer du heißt. Was bringt mir das jetzt? Nice, ich will einmal noch kurz das Ding hier mitnehmen, bevor ich da durchgehe. Lara ist wieder nur hier, um Terror zu schieben. So kennen wir die Gute. Das ist jetzt meins. Wie sie halt einfach so dreist alles mitnimmt, was dir so nicht festgemacht ist. Das finde ich schon ganz lustig. Was verkaufst du? Wirst du handeln? Bitte. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn sie glauben, ich wollte sie betrügen. Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? Wenn du was hast, was mich interessiert, gerne. So, ja, so dein Zeug, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das finde ich nicht schlecht. Die Götter sind für uns. Ja, kein Platz mehr, ja, GG. Ich kann nicht mehr tragen. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Einen krasseren Bogen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vielen Dank. Oder? Ich weiß nicht, wer vielleicht. Wie geht's denn so? Alles klar. Der hier scheint ja besser zu sein, oder? Der kostet mehr. Der kostet 5800. Ja, komm, gib ihm. Mögen die Götter dich anlächeln. Ja, dich auch. Verkaufst du auch irgendwas? Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer,
Die Weber, die Färber, sogar die Lehrer. Alle Viertel arbeiten. Der Markt wird voll sein. Großes wartet am Horizont auf die Stadt und ihre Bewohner. Wir müssen alles tun, damit Kukulkan uns in eine neue Welt führt. Okay. Deren Lama werde ich jetzt, glaube ich, nicht klauen. Oh, sie streichelt es. Wunderschön. Okay, es hat sie nicht angespuckt. Schade, das wäre lustig gewesen. Oh Gott, wie fies das klingt. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall wieder Neues zu erkunden. Oh Mann, hier ist einfach echt so eine ganze Stadt und kein Plan, wo was hinführt. Wir können hier einfach so in die Häuser reinlaufen, hier drin rumstalken, die Leute beklauen. Hören wir uns das mal an. Amaru kehrte zur Beisetzung seines Bruders zurück, untröstlich während der Bestattung und anschließend wie erstarrt. Am nächsten Tag durchkämmte er jedoch die Stadt. Er entlarvte den Anführer der Kultisten und stellte diese als Fremde bloß. Es wird Zeit, dass die Bewohner von Paititi die Kontrolle über ihre Stadt übernehmen, sagte er, einen abgetrennten Kopf in der einen Hand und das blutige Messer in der anderen. Nie wieder werden wir uns Fremden beugen. Okay. Strange Story. Da können wir wieder mit jemandem talken. Die sind hier halt echt alle am Arbeiten. Weißt du, was in dieser Stadt fehlt? Liebe. Früher hing sie in der Luft wie der Duft von Hibiskus. Der Duft verschwand mit dem Tod von Unuratus Mann Sairi. Ihre Liebe war ansteckend. Wo immer sie hingingen, hielten sie Händchen. Sie kauften an einem sonnigen Tag wie heute gemeinsam auf dem Markt ein. Okay. Wenn sie vorbeikamen, wurde alles heller. Ich habe nie zwei verliebtere Menschen gesehen. Wenn die ganzen Kämpfe erst vorbei sind, kehrt vielleicht der Duft von Hibiskus zurück. Ja, oder so ähnlich. Die reden alle so viel. Hast du Paimo gesehen, Ishik? Dummkopf. Glaub, die Götter bestrafen ihn. Fauler Mistkerl. Okay. Soll das mal jemand verstehen? Mit dem können wir auch reden. Lol. Willst du plündern, Fremde? Große Krieger sind schon gescheitert. Versteckte Orte hüten Reichtümer. Falls du überlebst. Wovon redest du da? Von einem Übergangsritus. Einem Test, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Einer Prüfung für jeden Kultistenkrieger. Das ist nichts für jemanden wie dich. Du ahnst nicht, wozu ich fähig bin. Dann finde den Pfad der Schlacht. Mal sehen, ob du und dein Hochmut ihn überleben. Ja, moin. Grab. Oh, yes. Also gibt's anscheinend so Krypten und die sind dann eher so der normale Shit. Und dann gibt's noch den Kram, den wir jetzt machen. Also es gibt Krypten und es gibt Gräber, so. Die Krypten sind nicht so besonders, Gräber dann schon eher. Muss ich dadurch da durchgehen? Es sieht so aus, ne? Na gut. Das sollte nicht allzu schwierig werden. Hoffe ich. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Hier lag auch noch irgendwas. Oder auch nicht. Okay, da geht's zum Grab. Was ist der Kram hier? Eine Kiste, okay. Also bin ich hier doch nicht ganz umsonst hingelaufen. Das muss der Nawal sein. Die mystische Bestie, die den Menschen am Rand von Paititi auflauert. Nice. Ich frage mich immer noch so ein bisschen, was diese eine Gestalt war, die
Trinity-Leute nett begrüßt hat, sagen wir es mal so. Okay, das bringt mir hier, glaube ich, nichts. So, okay. Der Vogel fliegt einfach in mich rein, wer kennt's nicht. Boah, sag bloß, da müssen wir wieder hintauchen, ey. Das Ding ist einfach im Gebüsch verschwunden. Lara. So. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier ist tatsächlich was. Lol. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Gut. Das Grab ist schon hier vorne. Da muss ich also auch wieder reintauchen. Kennen wir ja schon. Was bringt das? Okay. Ist hier wieder ein geheimer Raum hinter dem Wasserfall? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Tatsache, lol. Bleibt in der Stadt. Wer sie verlässt, ist dazu verflucht, ewig durch den Dschungel zu wandern und niemals Frieden zu finden. Alles klar. So. Wohin kletter ich hier? Ich glaube nicht, dass das der Eingang zum Grab ist. Der war weiter unten. Ja, Lara, vielen Dank für diesen durchaus bemerkenswerten Beitrag. Ist das hier jetzt eine Krypta? Scheiße. Och. Das ist ja alles ganz interessant hier. Dieser Pfeil mit Obsidianspitze wurde zerbrochen. Er ähnelt den Pfeilen, die Urunatus Rebellen verwendeten. Wenn sie Trinity mit diesen primitiven Waffen bekämpft haben, hatten sie nie eine Chance. Das stimmt wohl. Ich frag mich aber, wieso Trinity hier auch noch so einen Kult im Dings hat. So einen Kult im Dschungel. Warum? Das könnte interessant werden. Ich ging und kam wieder zurück, ohne von Dämonen heimgesucht zu werden. Hatte ich nur Glück oder hat uns der Kult belogen? Was haben sie davon, uns hier einzusperren? Gute Frage. Das werden wir noch herausfinden. Das Grab ist halt einfach echt komplett woanders. Es wäre halt viel zu lustig, wenn ich jetzt von der anderen Seite ins Grab reinkäme. Also quasi da, wo eigentlich sonst der Ausgang wäre. Das wäre echt fail. Zwei Wege, okay. Sieht wie Gold aus. Das hat mich ein bisschen geblendet. So. Wo bin ich hier gelandet? Hier gibt's auch bestimmt wieder irgendwelche Fallen. Da ist was auf der anderen Seite. Okay, das hier ist wahrscheinlich wieder nur so ein Krypta-Ding. Okay. Eieiei. Das müssen wir erstmal wieder alles herausfinden hier. Hier kann sie wieder ein bisschen lesen. Oh Mann. Was ist das für ein Ding?
Ist das vielleicht irgendwie so ein geheimer Weg? Das wird nicht einfach. Ja, genau. Ist das wieder so ein geheimer Weg nach oben vielleicht? Könnte sein. Oder nach unten. Das könnte auch sein. Wo geht's hier hin? So. Noch ein Sprung. Hä? Verstehe ich nicht. Was hat das dann für einen Sinn hier? Hoffentlich lohnt sich die Mühe. Oh ja. Hoffe ich auch. Neue Ausrüstung erhalten. Sechs Himmel. Was haben wir überhaupt? Überreste sechs Himmel bescheinigen. Was? Outfit-Herstellung. Irgendwie so ein Kram. Okay, hier rüber würden wir theoretisch zurückkommen. Wir schauen uns aber da noch weiter um. Vier alte Krypten. Ja, wenn ich die finde, dann nehme ich auch alle mit. Okay, das hier ist wohl nur noch mal so eine Schatzkammer. Ja. Vielen Dank. So, ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg nach oben. So. Und schon sind wir wieder oben. Also ich muss sagen, das Spiel macht schon Spaß, aber es gibt zwischendurch immer wieder so Sachen, wo ich mir so denke, ich weiß nicht, ob man das nicht hätte verbessern können. Okay. Ach so, ja, auf der einen Seite war ja das Gold, ich erinnere mich. So. Von wo kam ich nochmal? Ach so, ja. Hast du's dann, Lara? Du könntest dich auch so ein bisschen beeilen. Das fände ich nicht schlecht. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder runterkommen. So. Und hier haben wir jetzt schon direkt das Grab. Von hier sind viele nicht zurückgekehrt, verstehe ich nicht. Sieht bisher gar nicht mal so krass aus. Ja, ein bisschen langweilig. Okay. Dann schwimm mal. Ach ja. Ist das eine Falle? Bisher nicht. Okay. Herausforderungsgrab. Na, da bin ich mal gespannt, was das hier wieder für ein Rätsel wird. Okay. Ups. Okay, ich nehme an, ich soll in die Richtung schwingen. Das reicht schon. Hier gibt es erstmal wieder ein Feuer. Nice. So, was haben wir hier so? Wir haben den neuen Bogen. Der soll besser sein. Der sieht genauso improvisiert aus wie der jetzige. Aber okay, ich lasse mich gern überzeugen. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich davon kein Fan. Den hier hätten wir halt schon fertig. Aber vielleicht ist er ja wirklich besser. Wir wissen es nicht. Gut, mehr können wir hier aktuell sowieso nicht machen. Bei den Pistolen können wir etwas machen. Habe ich die im Moment ausgerüstet? Ich weiß es gar nicht.
Aber wir verbessern die auch mal, soweit es jetzt geht. Genau, und dann können wir die ja jetzt mal eine Weile benutzen. Rüste die mal aus, genau. Hier können wir auch noch was verbessern. Nice. Den Rest noch nicht. Der Typ hatte, also irgendein Typ hatte ja noch ein anderes Gewehr, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich das schon will. Wir könnten uns auch theoretisch wieder umziehen. Irgendwie weiß ich nicht. Ich kann mich im Moment nicht umziehen. Lol, okay. Nie. Dann bleiben wir dabei. Ich würde aber auch sagen, wir setzen hier auch langsam mal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Was ist das? Ausdauer, Kräutermischung reduziert, erlittenen Schaden von feindlichen Nah- und Fernangriffen. Das finde ich nicht schlecht. Kann man mal machen. Wir setzen den Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die anderen beiden Punkte sparen wir uns erstmal auf. Und wir sehen uns dann. Ach, dafür muss ich wieder was herstellen mit F2. Ja, moin. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. You said